Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Yes, willkommen back zu einem neuen Badass-Dienstag. Ihr wisst ja alle, ich mache hier momentan meinen Führerschein. Und ich habe die praktische und die theoretische Prüfung noch nicht gemacht. Aber ich bin bald fertig mit dem Führerschein. Also es dauert nicht mehr allzu lange. Und bald fängt's an. Und ich dachte mir, zum heutigen Badass-Dienstag mache ich mal einen kleinen Test, einen kleinen Führerscheintest, ob ich ihn bestehen würde. Allerdings nur mit 20 Fragen, weil man konnte sich nur zwischen 20, 40 und 60 entscheiden. Und ich habe mich dann für 20 entschieden, weil es gibt kein 30 und... Ja, 20 reicht vollkommen für die Zeit, die wir haben. Und mal sehen, mit wie vielen Fehlerpunkten ich das bestehen würde. Das würde mich dann mal nämlich übertrieben interessieren. Rechts seht ihr, wie viele Fragen ich richtig beantwortet habe und wie viele falsch. Und wie viel Prozent der Leute diese eine Frage richtig beantwortet haben. Zum Beispiel die hier wurde nur 68% mal richtig beantwortet, was ziemlich wenig ist. Und by the way, ich benutze Google Chrome, was bei mir ziemlich verbuggt ist. Also es gibt ziemlich viele Viren hier bei meinem Google Chrome. Keine Ahnung, wieso das so ist bei meinem Google Chrome, aber ist anscheinend so, deswegen benutze ich es nie. Nur hier geht's nur so, weil ich wollte das Video schon mal aufnehmen, aber da konnte er die Videos nicht abspielen, was ziemlich lächerlich war. Deswegen, lass uns anfangen mit der ersten Frage. Wie haben Sie sich zu verhalten? Okay, hier kommt ein Fahrradfahrer, der hat Vorfahrt. Das heißt, wir müssen sie erstmal durchfallen lassen und dann können wir nach rechts abbiegen. Nur den Radfahrer in gleicher Richtung durchfallen lassen. Nee, beide. Hupen und vor beiden Radfahrern abbiegen. Nein, beide Radfahrer durchfallen lassen. Ja, richtig. Nächste Frage. High five. 3, 2, 1. Psst. Womit müssen sie rechnen? Ist die nächste Frage. Ausfahrt. Nicht, dass eine gehen kommt. Das auf jeden Fall nicht. Wir wollen in die Ausfahrt, oder? Mit was muss ich rechnen? Mit dem Stau in der Kurve. Kann sein... Ja, oh mein Gott, das meine ich. Es öffnen sich immer neue Fenster. Schon wieder neue Fenster? Scheiß. Boah, ich hasse Google Chrome so. Dass die Kurve enger wird. Das natürlich auch. Mit Gegenverkehr, nein. Die beiden Sachen müssen richtig sein. Nice. It's amazing, man. It's amazing. Wieso nur 52%? Wieso liegen nur 52% richtig? Verstehe ich nicht ganz. Okay, endlich ein Video. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Dann lass uns das mal abspielen. Und mal sehen, was hier vor sich geht. Zwei Fahrer vor mir. Hinter mir ist einer. Links neben mir ist einer. Okay, die Spur... Die zwei Spuren werden zu einer Spur jetzt, wegen dem Symbol da hinten. Das heißt, der Weiße will nach rechts fahren. Der ist weiß und nicht schwarz. Wie rassistisch. Nun, der Transporter ist jetzt vor mir, deswegen verzögere ich am besten, damit er quasi vor mich kommen kann. Beschleunigen ist nie eine gute Idee, vor allem ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, links darf man gar nicht überholen, also die linken Autos. Wenn man rechts ist, darf man nicht überholen, außer bei Ausnahmen. Ich fahre gleichmäßig weiter, weil der Transporter, oh, das ist auch eine gute Antwort, weil der Transporter abbremsen muss. Nein, das erste muss richtig sein. Nice. Was ist bei dem Verkehrszeichen zu beachten? Es darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Beim Einfahren in den Kreis ist zu blinken. Das Halten auf der Kreisbahn ist verboten. Das Halten? Ja, ich weiß nicht. Also, nee, Schrittgeschwindigkeit kann nicht sein. Das weiß ich selber nicht. Beim Anfahren ist der Kreis... Ich weiß es nicht. Naja, das Halten auf der Kreisbahn ist verboten. Nehmen wir das. Ja, das hätte ich genommen. Okay. Ist gut zu wissen, das wusste ich nicht, weil normalerweise sieht das Halteverbotsschild aus anders aus. Schild anders aus so. Nur 51% haben damit richtig beantwortet, ich bin einer der Schlauen. Warum kann das Überholen hier gefährlich sein? Wegen dem, weil es so rutschig ist, oder? Ja, es ist ultra rutschig und die Wetterverhältnisse sind nicht so gut. Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann. Ja, das auch. Weil auf dem Überholstreifen noch Schnee... Was? Schneematsch fliegt. Überholstreifen. Ja, auch. Weil die Straßen unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereister sein kann. Ja, das auch. Nice! Yay! Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir müssen warten. Außerdem, zum einen, wir sind Linksabbieger und wir müssen warten wegen dem Schild. Okay. Ich darf vor dem gelben Fahrzeug abbiegen. Ich muss das gelbe... Oh mein Gott! Mann! Jedes Mal öffnet sich dieses scheiß Fenster. Ihr glaubt es gar nicht. Ich muss es durchfahren lassen. It's amazing. 90% haben... ja, das war auch easy. Easy. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Gut, das ist hier ein PKW. Das heißt, dürfen PKW da...
Dürfen die oder dürfen die nicht? Ich glaube, PKW-Fahrer dürfen nicht. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Entweder eins vorbei stimmt. Entweder ich sage PKW-Fahrer. Ah, ich wusste. Ach so. LKWs und PKWs dürfen da nicht fahren. Das wusste ich nicht. Okay. Gut zu wissen. Zwei Fehlerpunkte. Ab 10 ist man durchgefallen. Sie wollen nach rechts abbiegen. Wie sollten Sie sich verhalten? Nach rechts. Rechts. Okay, immer nach rechts. Alles ist hier in Deutschland rechts. Gut. Den Radfahrer durchfahren lassen. Ja, das müssen wir tun. Schulterblick durchführen müssen wir auch tun. Immer vom Abbiegen. Und Fahrstreifenwechsel. Vor dem Radfahrer abbiegen. Nein, das ist schon richtig. Nice, amazing, man. Amazing. Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen sie weiterfahren? Geradeaus und nach rechts. Nach rechts? Ich darf nach rechts weit. Nach links, sobald. Nein, nach rechts und geradeaus. Nicht nach links. Nice. Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Wie müssen sie sich verhalten? Zone 20. Kein Parken. Außer, okay. Höchstparkdauer beachten. Yep. Mindestgeschwindigkeit von 20 einhalten. Yep. Auf Regen, Fußgängerverkehr besonders achten. Auf Regen? Nein. Oder? Was zum. Was? Hä? Mindestgeschwindigkeit von 20. Hä? Das verstehe ich gar nicht. Wie lächerlich ist das denn? Hä? Mindestgeschwindigkeit von 20. km/h einhalten. Natürlich, hier ist eine 20er-Zone. Wieso dann nicht? Oder was? Auf Regen. Ich wusste nicht, was Regen heißt, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich merke es mir einfach. Keine Ahnung, wieso. Okay. 88 wussten das. Ich nicht. Ich bin einer der 12 dumm. Wie sollen sie sich verhalten? Okay, Video aufmachen und gucken. Okay. Was soll ich achten? Ich fahre ganz normal. Da ist ein Auto rechts. Ja gut, das ist... Okay, wir haben Vorfahrt. Es wird... Ja, okay. Es wird quasi orange. Abbremsen. Natürlich abbremsen. Was denn auch sonst? Nice! Welches Verhalten ist richtig? Ich habe Vorfahrt. Das heißt, ich darf zuerst nach links abbiegen, auch wenn es rechts vor links ist. Ich fahre... Oh mein Gott. Es ist immer wieder so. Ich darf vorfahren. Nice! Amazing! Warum sollen sie hier vorsichtig fahren? Okay. Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist. Das natürlich. Man kann nicht sehen, wer von rechts kommt. Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte. Kann auch sein, dass er beide Kurve auf meinen Fahrstreifen fährt. Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist. Auch geht so ein Tickchen nach unten, deswegen. Und... Ja, nice, amazing, man. Worauf stellen Sie sich in dieser Situation ein? I wanna see, what do you say? Bahn kommt, Bahn, Schild war dort. Da ist ein Bus, okay. Ich glaube, wir müssen, das sind, was müssen wir uns hier einstellen? Dass ein Zug kommt oder nicht, mal sehen, was die Antworten sind. Ausschädeln und die Straßenmitte überfahren. Abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. Überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren. Was zum Teufel? Was heißt hier bitte Straßenmitte? Ist das, was ist so? Was ist, nicht überfahren. Ah, ich weiß es nicht. Das ist a good question, man. A good question. Okay, nehmen wir B. Das war falsch. Ich habe die Frage leider gar nicht verstanden, muss ich sagen, weil ausscheren und die Straßenmitte überfahren. Zum Ausscheren bedeutet, das ist total bescheuert, finde ich irgendwie, aber es haben viele richtig beantwortet. Aber bedeutet den Fahrstreifen wechseln. Aber ich hatte, keine Ahnung, ich hatte jetzt nicht hier den Fahrstreifen gewechselt. Noch ein Fehlerpunkt und dann bin ich durchgefallen. Boah, bin ich schlecht. Welches Verhalten ist richtig? Ich habe natürlich extreme Vorfahrt. Ich darf... Oh mein Gott, ich darf durchfahren. Hä, ist doch klar. Wieso beantworten das so viele falsch und das andere so viele richtig? Alter, das verstehe ich nicht. Worauf müssen sie sich einstellen? Neues Video, meine Freunde. Okay, viele parkende Autos an der Seite. Ein roter PKW vor mir. Hinter mir ist ein Wagen.
Und jetzt, Leute, Bus da, ja, Bus fährt los. Bus kommt von, nee, Bus, okay, Bus fährt los, okay, aber hier sind Leute. Okay, mal sehen. Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine Fahrbahnseite. Kann passieren, weil hier Autos sind. Entgegenkommende Fahrzeuge werden auf meine Fahrbahnseite, entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine Fahrbahnseite aus. Ja, kann aus. Oh mein Gott, hör auf, dich zu öffnen, scheiß Fenster. Fahrgäste laufen vor dem Bus auf die Fahrbahn. Ja, der Bus ist schon ein bisschen weit weg, das ist immer so. Aber ja, kann passieren. Oh, das stimmt ja nicht, das ist aber so. Ja, ich habe jetzt schon nicht bestanden. Ich weiß nicht, 15 Fehlerpunkte oder 10, nicht ganz sicher. Aber, boah, das ist so lächerlich. So lächerlich, weil der Bus ist so weit weg. Woher soll ich jetzt wissen, ob einer... Boah, das ist so lächerlich, ohne Scheiß. Die Ampel ist gerade auf gelb gewechselt. Wie verhalten sich als Linksabbieger? Hier, wir haben Vorfahrt. Das ist die Vorfahrtsstraße. Aber er hat auch Vorfahrt, natürlich. Also als Linksabbieger muss man dem gegen... Also der hat Vorfahrt. Anhalten, natürlich. Anhalten. Und dann abbiegen. Habe auch nicht so viele richtig beantwortet. Welches Verhalten ist richtig? Wir müssen warten auf jeden einzelnen warten. Okay, gut. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen. Nein, ich muss die Straßenfahrbahn durchfahren lassen. Ja. Okay, gut. Welches Verhalten ist auf Straßen mit solchen Schutzstreifen für Radfahrer richtig? Okay, für Radfahrer. Die dürfen natürlich nur auf ihrem Streifen bleiben. Den Schutzstreifen zum Parken mitbenutzen. Nein. Den Schutzstreifen in keinem Fall befahren. Den Schutzstreifen bei befahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist. Ja, das darf man auf jeden Fall. Okay. 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 Welches Verhalten ist richtig? Okay, mal sehen. Ja, der Radfahrer darf zuerst. Der Radfahrer muss... Ich muss warten. Ich muss warten. So. Okay. Ich glaube, ich habe nicht bestanden. Ich bin durchgefallen. Durchschnittlich Fehlerpunkte 15. Ich habe 16. Mann, bin ich dumm. Ich bin schlechter als der Durchschnitt. Alter Schwede. Bestandene Prüfung. Was? Ist das jetzt bestanden oder nicht? Ups, das war wohl nix. Sie hätten die theoretische Prüfung... Ich hatte sie nicht bestanden. Tja, ich bin durchgefallen. Das meine ich. Manche Fragen sind so dämlich gestellt. Ich hasse manche Fragen einfach so sehr. Es kann auch sein, dass jemand vorbei durchrennt und zum Bus will. Es kann sein. Also ihr seht, ist total bescheuert. Aber ich werde es auf jeden Fall schaffen. Ich habe noch nicht so viel gelernt. Aber ja, bis jetzt war das wohl nichts. Aber ich werde das Video für heute erstmal stehen lassen. Vielen Dank fürs Ende schauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt wie Peres. Ihr seid leckt dieses Video. Schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unseren Channel weiter zu treten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1. Schau, was geht, Leute? Mein Name ist Lotte Daddy. Tschüss.